Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute geht es um dieses Gerät von der Firma Bosch. Es ist eine Akku-Zweigang-Schlagbohrmaschine, also was für den ganz normalen Heimbedarf. Ein kompakter, robuster Allrounder mit einem 18-Volt-Akku, der richtig viel Power hat. Er hat einen bürstenlosen Motor drin, also auch die neueste Technologie. Und das Gute ist auch, er hat wie bei den neuen grünen Geräten alle diesen Akku, der auch für andere Geräte eben passt, nicht nur für Bosch-Geräte, für grüne, sondern eben auch für Geräte anderer Marken sogar. Da gibt es eine Allianz mit verschiedenen Herstellern und so reicht es eigentlich, wenn ihr zwei, drei Akkus zu Hause habt und dann nur noch die Solo-Geräte kauft. In dem Fall ist es jetzt ein Komplettset eben, weil ich das von Bosch eben so zur Verfügung gestellt bekommen habe. Aber ich habe zum Beispiel jetzt auch einen Rasenmäher von Bosch zu Hause. Gut, der hat einen großen Akku drinne und eine Stichsäge, die würde zum Beispiel wunderbar hier mit dem Akku hier zusammenpassen. Und so kann man sich natürlich hier ein komplettes Sortiment aufbauen und hat immer nur zwei, drei Akkus zu Hause und das reicht dann vollkommen aus. Jo, genau. Ich habe bisher keine Schlagbohrmaschine mit Akku, muss ich dazu sagen, sondern einfach ganz normale Akkuschrauber. Aber er hat jetzt hier eben auch noch dieses Schlagwerk mit drin und das ist natürlich nicht schlecht. Da kann man halt auch mal irgendwo in ein Ziegelwerk oder sonst irgendwo besser arbeiten damit. Ja, genau. Also gut, dann schauen wir uns das Gerät jetzt einfach mal genauer an. Erstmal finde ich ganz gut, dass es hier eben auch diesen Koffer dazu gibt. Genau. Und wir sind hier im Universalbereich. Es gibt den Easy-Bereich und den Advanced-Bereich. Da sind wir jetzt hier so in der Mittelklasse drin. Wir haben hier satte 60 Newtonmeter an Drehmoment. Und ein Spannfutter mit maximal 13 mm Aufnahme. Und das ist auch vorne ein Metallspannfutter, also richtig was Hochwertiges. Wir haben hier diese Impact-Funktion, also diese Schlagfunktion. Bürstenlos haben wir nochmal Metall-Junk, also die Aufnahme aus Metall. Wir haben hier 20 einstellbare Drehmomente an dem Ring hier. Wir haben einen Indikator, wie der Akkustand ist. Wir haben ein LED-Licht. Und ihr könnt hier 10 mm maximal Schrauben reindrehen, 13 mm maximal bohren in Metall, 35 mm maximal in Holz und 13 mm maximal in festerem Holz oder was das auch immer sein soll. Gewicht haben wir 1,3 Kilo und ein 2 Ampere-Stunden Akku. Die Aufladezeit wird hier mit 64 Minuten angegeben. Wunderbar. Und da haben wir dann auch schon den Inhalt. Einmal hier die 3 Jahre Garantie. Da müsst ihr euch aber auf der Bosch-Seite anmelden. Und dann haben wir hier eine Anleitung. Universal Drill, Universal Impact. Das auf jeden Fall erstmal durchlesen. Da sind immer so grundlegende Informationen drin, die man auf jeden Fall beachten sollte. Das Ladegerät, denke ich mal. Genau, das muss natürlich auch mit dabei sein. Das haben wir hier schon, seht ihr, das ist ein ganz kleines, habe ich jetzt auch noch nie gesehen so. Das wird dann bloß hier zum Einstecken genommen. Und dann haben wir hier natürlich das Gerät selber. Hier schon mit Akku dran, wie gesagt, zwei AHA-Akku, All 18 Volt Allianz, also passt für alle möglichen Geräte im grünen Bereich und das Ding ist jetzt hier wirklich massiv Metall. Ich habe schon gemeint, die meinen nur vorne, aber das ist hier komplett Metall. Und einen kleinen Bit haben wir auch schon drin. Und ich muss sagen, Gewicht geht hier vollkommen in Ordnung und seht ihr auch die kompakte Bauform hier, die Länge hier. Früher waren die Geräte viel länger. Und dann haben wir hier natürlich die verschiedenen Gänge, seht ihr. Wir haben hier Schrauben, Bohren und dann auch Hammerschlag. Könnte man hier so einstellen, da ist dann hier so ein Pfeil und dann könnt ihr das eben einstellen. Und hier habt ihr die zwei Gänge, könnt ihr, rastet sehr gut ein und geht auch nicht zu schwer. Und hier haben wir dann eben die 20 verschiedenen Drehmomentstufen, die sind auch, haben einen sehr guten Klick. Und hier könnt ihr natürlich je nach Druck am Auslöser die Geschwindigkeit regulieren.
Und der eiert auch überhaupt nicht, habe ich jetzt auch gesehen. So, hier haben wir natürlich auch Linkslauf und Rechtslauf. Und mittig ist er geblockt. So, Akku raus. Und geladen, wie gesagt, wird er dann mit diesem hier. Das wird hier einfach so eingeschoben. Zack. Und dann ist er auch schon ladebereit. Und wie gesagt, 65 Minuten Ladezeit. Mal schauen mit dem Licht hier. Seht ihr? Einmal drücken, dann bleibt es auch an, unten, das Licht. Und ich finde das hier eigentlich fast besser wie hier oben, weil das von unten dann angeleuchtet wird, eben das zu bohrende, den zu bohrenden Gegenstand. Manchmal verdeckt nämlich hier der Schatten dann was. Und Akkustand ist ein Strich, seht ihr? Also sollte auf jeden Fall geladen werden. Von der Geräuschkulisse, muss ich sagen, hatte er auch so jetzt zum Beispiel einen sehr ruhigen Lauf. Natürlich, wenn man richtig Gas gibt, dann machen die immer ihre Geräusche. Machen wir mal hier auf. Ah, das ist so ein Doppelbild, seht ihr. Und ich kann ja mal hier einfach mal so ein Bohrer einlegen. Hier auf Bohren stellen. Und da könnt ihr halt, das ist jetzt ein 10er nur, da könnt ihr halt bis zu 13 mm hier aufnehmen. Das ist schon eine ganze Menge für so einen Akkuschrauber, muss ich sagen. Also das passt auf jeden Fall. Und ja klar, ihr könnt natürlich hier auch so einen Bithalter mit reinmachen. Das ist ja klar, das kennt ja jeder von euch. So, und dann habt ihr halt dann, könnt ihr den auch schneller wechseln. Die Technologie, die hier verbaut ist, die nennt sich Syneon-Technologie. Und die sorgt dafür, dass halt immer die optimale Leistung hier anliegt. Das habe ich auch nachgelesen. Also es ist so, dass von Anfang bis zum Ende, bis der Akku eben aus ist, immer die volle Leistung anliegt. Und die Syneon-Technologie sorgt halt für die optimale Leistung dann, ja, beim Arbeiten. Ob das so ist in der Praxis, kann ich jetzt noch gar nicht sagen. Das wird sich dann zeigen. Hier der Griff hier hinten, muss ich sagen, ist auch sehr gut. Der ist eben gummiert. Das ganze Schwarze ist gummiert. Könnt ihr halt auch richtig gut zupacken. Wenn es mal ein bisschen härter zugeht oder so, habt ihr den immer sehr gut im Griff. Da wackelt auch nichts. Und vom Gewicht, klar, die 1,3 Kilo merkt man natürlich schon, aber es ist jetzt nicht übertrieben schwer oder so. Und ansonsten werde ich die nächsten Tage den mal ein bisschen ausprobieren. Ich werde euch das Videomaterial hinten hinschneiden, was ich da so alles zusammen ausprobiert habe. Ich werde jetzt keine riesen Projekte machen, nur ein paar Schraubübungen, Bohrübungen, einfach so, um das Gerät näher kennenzulernen. Und das schneide ich euch dann hinten hin, sodass ihr dann auch einen Einblick davon bekommt.
Dann sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert doch gerne meinen Kanal. Lasst einen Daumen nach oben da. Drückt oben die Glocke. Dann verpasst auch keine neuen Videos. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss.